Land in Sicht, oder auch nicht. Hallo Ritter des Steins und willkommen wieder in meiner Burg. Heute wollen wir doch noch mal etwas ändern, was diese Landschaft hier angeht. Mittlerweile ist die Burg hier eigentlich noch ziemlich abgeschottet. Sie ist eigentlich auf einer Insel, wenn man das so möchte. Und damit unsere beiden Figuren hier nicht vergeblich nach Land suchen, dass sie doch vielleicht auch mal von dieser Insel runterkommen oder nicht ins Verderbnis fallen, wollen wir jetzt noch mal anfangen, dass die Landschaft hier außenrum so ein bisschen zu bauen. Ich werde einfach hier die einzelnen Module wieder bauen und sie euch dann zeigen und auch hier anbringen. Also, bis gleich. Nun, ein paar Stunden später. Es hat sich einiges getan. Ich habe jetzt mal erst nur den vorderen Streifen hier gemacht. Und gehen wir doch einfach mal rein, gucken uns das an. Aus der Perspektive wahrscheinlich gar nicht so gut erkennen. Also ich habe auch wieder hier aufgenommen, dass ich hier lauter mit Cutblades, Wedgeblades, Dark Tan, Tan und dann hier zu Grün übergegangen bin, um hier so verschiedene Höhen reinzubringen. Ich habe zuerst probiert, das mit Olive Green zu machen. Fand ich erst auch gar nicht so schlecht. Es wirkt halt einfach ein bisschen gedeckter und aber Olive Green ist ein bisschen irgendwie. Es wirkt halt immer gleich irgendwie so ein bisschen herbstlich irgendwie so. Ich habe gedacht, als Boden ist vielleicht nicht so gut, sondern bin dann wirklich wieder zu grün übergegangen. Hab das dann auch hier drüben auf dieser Seite noch weitergemacht. Man sieht einfach jetzt dann auch hier, dass es ja hier so einen Landverlauf gibt. Also ursprünglich war ja meine Planung, dass auch hier Fokus nicht auf meinen Finger. Der verarscht mich doch, oder? Okay, jedenfalls war ursprüngliche Planung, war ja, dass hier eigentlich fertig ist. Und dass es da gar nicht weitergeht. Und dann kam jetzt erst noch dieser Streifen dazu. Das heißt, auch hier wird das Land dann noch weitergehen. Das werde ich dann auch noch bauen. Kommt dann wahrscheinlich morgen, also für euch dann gleich. Aber jetzt halt hauptsächlich erstmal hier vorne dieser Grünstreifen. Da passt natürlich jetzt nicht wahnsinnig viel drauf. Das muss man ja auch sagen. Aber es gehört irgendwie dazu. Und dann gehen wir auch mal noch hier zur Seite, dass wir auch mal sehen, was ich hier noch gebaut habe. Das ist so ein kleiner Aufsatz, also hier kommt das ist also ein Weg und mit dem kann man dann hier dann in die Burg reinkommen. Sie sind also immer noch gefangen, sie kommen immer noch nicht hier weg, aber das ist zum Beispiel das Fundament dann einfach, wo dann hier später dann auch, wenn das Torhaus da ist, die Zugbrücke rüberkommen kann, da aufgelegt wird. Das habe ich jetzt also auch schon mal vorbereitet. Hoffentlich, dass es dann auch passen wird. Weiterhin gehe ich jetzt noch mal ein bisschen bisschen weiter herunter. Wie das jetzt hier so aussieht. Also heute machen wir jetzt weniger Detailaufnahmen wie im Vergleich zur letzten Folge, weil es hier einfach jetzt nicht so viel gibt in Bezug auf Einrichtung oder sonst was, sondern es ist einfach nur schnöder Landschaftsbau. Ging jetzt aber hier so ein bisschen weiter rüber, weil das habe ich auch alles schon gebaut. Das kennt ihr ja schon. Also diese Berge waren ja schon da. Da ging es dann auch, kommt dann noch dieser Turm rein, den ich gerade am Planen bin. Und dann haben wir aber hier quasi diese massive Felsfront, die jetzt auch hier weitergeht. Jetzt kommen wir dann in den Bereich, der neu gebaut ist und der dann auch hier auch immer höher wird bis zur Ecke. Gehen wir hier nochmal ein bisschen raus. Also, das ist dann eigentlich auch die höchste Stelle. Und das ist auch der Grund. Ich weiß, es war eigentlich irgendwie gar nicht klug, das zu bauen. Ist mir auch erst so im Nachhinein gekommen, oder? Ja. Wusste schon ein bisschen länger, zwar, ich jetzt hier das ja alles gebaut habe, verbaue ich mir ja diese ganze Fläche, da komme ich jetzt einfach nicht mehr so gut hin. Aber es macht halt optisch einfach schon mal was her, wenn man jetzt wirklich hier diese Felswand hat, man einfach auch sieht, wo die Reise noch hingehen wird, wie hoch das halt auch noch wird. Also da kommt schon noch einiges zu und ich bin jetzt auch, also momentan plane ich wieder 10 Sachen gleichzeitig. Auch noch überlegen, wie ich das hier dann zumache. Auch hier halt quasi wieder lauter Felsen. Ob das da vielleicht nochmal ein bisschen runter geht, ob das gleichbleibend hoch ist oder sowas, das schaue ich dann halt noch. Aber da wird sich in jedem Fall auch noch was tun und ich finde halt, wenn man sich das so anschaut, hat schon was. Was meint ihr? Ich habe bisher ja auch immer nur Dark Bluish für die Steine genommen. Habe mir gedacht, mit Dark Tan könnte es sich ein bisschen beißen. Damit, wenn ich halt wieder Grau reinmache, also Light Bluish Gray, dann sieht es wieder so ähnlich aus wie Mauerwerk. Deswegen bin ich hier immer einheitlich geblieben. Aber da könnt ihr gerne auch mal sagen, was ihr eigentlich davon haltet, wie ich hier meine Felsen gebaut habe. Ich finde es ja auch noch nicht so schön, dass hier hinten
Ja, da muss man halt auch wirklich sehr wenig Platz, also das sind ja wirklich nur so ein paar Noppen Tiefe, muss man halt sehr hoch kommen. Aber ich würde sagen, ich baue jetzt noch diesen Teil da hinten, damit wir quasi auch mal so einmal drumherum fertig sind. Und da ist der Streifen jetzt auch schon. Und dich wundern, er ist verkehrt rum, aber so kann ich ihn euch besser einfach mal zeigen. Also man sieht auch hier, hier ist auch noch ein kleiner Höhenunterschied. Das heißt, hier muss alles noch aufgefüllt werden, da müssen auch die Teile dann ausgegangen. Aber hängt natürlich auch so ein bisschen davon ab, was später noch hinkommen wird. Wir sehen jetzt einfach mal diesen Teil. Der wird halt später einfach noch in die andere, also umgedreht oder an die Burg drankommen. Ich wollte euch aber jetzt einfach mal hier so ein bisschen jetzt noch zeigen, wie das jetzt dann hier aussieht. Auch gerade mit diesem Verlauf. Und dieser Teil hier hinten, den habe ich jetzt schon ein bisschen ausmodelliert. Ohne eigentlich zu wissen, was da genau hinkommen soll, aber damit man einfach so eine kleine Vorstellung hat, wie das denn aussehen könnte. Das ist quasi der Abschluss oben an der Ecke. Kann man auch von dieser Seite und der anderen Seite nochmal zeigen, weil ich auch hier dann mit Felsen gearbeitet habe. Also das ist mehr so ein bisschen halt, da geht es dann eigentlich raus, vielleicht eher zum Meer, als dass das hier nochmal wie so eine kleine Felsklippe ist, die nochmal so einen Abschluss schafft und dass es dann auch hier ein bisschen runter geht. Hier wird es flacher, dann könntest du auch hier irgendwo auch wieder hochgehen. Aber nun würde ich sagen, ich drehe das noch um, baue es richtig ein, zeige euch dann nochmal den Gesamteindruck. Und da sind wir nun auch wieder mal ein bisschen aus der Vogelperspektive, damit man jetzt auch mal diese ganze Fläche sieht. Kann man auch hier nochmal so ein bisschen über diese Ecke hier drüber gehen, die dann quasi hier eher so zum Meer hingeht. Und dann wird es jetzt hier zu diesem kleinen Fluss, zu diesem Burggraben. Diesen komplett unbespielte Fläche hier noch. Man sieht es auch hier, da ist es ja schon höher. Bis dahin habe ich Teile gehabt. Aber es ist jetzt wirklich die Frage, was soll hier überhaupt hinkommen? Jetzt bin ich gerade nochmal auf die andere Seite gegangen, damit wir es auch nochmal aus der Perspektive hier sehen können. Jetzt ist die Frage, was machen wir hin? Also sagt mir gerne, was denn eure Vorstellungen sind, was man hier alles noch hinmachen könnte. Ich hatte ursprünglich mal die Idee hier vorne, irgendwie noch ein Gebäude hinzusetzen, eine Mühle, Schmiede, was weiß ich. Davon bin ich jetzt eher wieder ein bisschen weg, weil es steht ein bisschen so in Konkurrenz halt auch zur Burg. Ich glaube, ich würde es hier dann eher bei Landschaft lassen. Also können wir vorstellen, dass man halt hier mit Tieren arbeitet. Ein paar habe ich auch. Man könnte vielleicht überlegen, ich weiß nicht, ein paar Bäume, kleiner Wald oder sowas. Wobei das ein bisschen schwierig ist, weil eigentlich ist vor einer Burg ja kein Wald wegen Belagerung, damit man eine gute Sicht hat. Außerdem muss ich hier auch immer durchlaufen, da geht es nämlich weit raus zum Balkon. Das heißt, man muss hier immer durchkommen, wenn da ein Baum steht. Weiß ich ganz genau, ich werde verzweifeln, weil ich den 500 Mal umwerfen werde. Das heißt, es muss auch irgendwas hin, was jetzt nicht so fragil ist oder man umwerfen könnte. Aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, eben halt hier mit Tieren zu arbeiten. Ich könnte mir auch vorstellen, irgendwie so ein Feld oder sowas zu machen. Also irgendwelche Feldfrüchte, Getreide oder auch Viehfarm oder sonst was. Also sagt mir gerne, was ihr denn da eigentlich seht, was eure Vorstellungen sind, eure Vorschläge sind. Ich muss dann, davon hängt natürlich dann sehr viel ab, wie man dann halt auch diese Landschaft ausgestaltet. Also, ich bin auf eure Meinung gespannt und dann schauen wir uns nochmal diese Ecke hier an. Wir sehen ja hier eine große Aussparung. Hier wird ein großer Turm hinkommen. Fragt mich jetzt nicht, wie hoch der wird. Keine Ahnung, er wird hoch, weil er auch so ein bisschen verbinden. Verbindung ja ist zwischen vorderem und hinterem Teil, das heißt, er muss den niederen Teil und den höheren Teil abdecken. Das heißt, da kommen einige Stockwerke rein. Ich schätze mal vier. Und wir werden hier unten anfangen. Und das bedeutet, ich möchte nämlich hier, ja, eine, na, ich sag noch nicht was, aber wir werden anfangen, hier das untere Stockwerk zu bauen. Was auch bedeutet, wir müssen hier noch ein bisschen umbauen, weil hier ist eine Wand und hier soll dann auch der Durchgang kommen. Also ich würde sagen, gehabt euch wohl, edle Ritter des Steins, bis zum nächsten Mal.